in der Nacht bin ich so zusammengebrochen, dass ich nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen konnte. Die Dame vom Arbeitsamt hat gesagt, naja, warum machen Sie nicht die Ausbildung zur Notfallsanitäterin? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich bin 52. Mein jüngster Sohn, das fand ich eigentlich noch am besten, der hat tatsächlich zu mir gesagt, Mama, auch in deinem Alter kann man sich noch neu erfinden. Es hat eigentlich tatsächlich alles angefangen mit einer Antibiotikagabe, die ich bekommen habe und die tatsächlich, was man wirklich auch erst 4 Jahre später festgestellt hat, so nach ganz vielen Odysseen, die mir meine Darmflora im Prinzip kaputt gemacht hat, ganz viel anderes in meinem Körper kaputt gemacht hat und ich habe tatsächlich ganz mit ventrikulären Tachykardien, also das heißt, mein Herz hat also so blöde reagiert, dass es nicht mehr richtig im Takt war und ich tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ich sollte dann über eine Defibrillation wieder in den richtigen Gang gebracht werden. Und dann hatte sich mein Herz aber überlegt, ich mache das doch lieber wieder alleine. Bin dann entlassen worden und dann kam halt eben familiär ganz viel gehäuft noch aufeinander. Ich war dann nochmal im Krankenhaus, zeitgleich mit meinem Mann, der wegen einer ganz anderen Geschichte sich einen Keim eingefangen hat. Das heißt, er lag in dem Zimmer, ich lag in dem Zimmer. Wir haben 5 Kinder, das musste alles ja irgendwie geregelt werden. Und dann ist eins unserer Kinder im Schwimmbad auch noch zusammengebrochen mit einem Krampfanfall, ist in ein ganz anderes Krankenhaus gebracht worden. Ich konnte nicht zu ihm, mein Mann konnte nicht zu ihm. Und in der Nacht bin ich so zusammengebrochen, dass ich nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen konnte. Das muss ich jetzt versuchen, mir vorzustellen. Von jetzt auf gleich, alles, was so normale Lebensfunktionen sind, war nicht mehr möglich. Genau, ich bin morgens wach geworden. Das heißt, ich war vom Kopf her wirklich ganz klar. Und ich habe aber gemerkt, hier mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich sollte an dem Morgen eigentlich eine Herzkatheteruntersuchung bekommen. Und ich habe als allererstes an diesem Morgen ganz fürchterlichen Durchfall bekommen. Dann bin ich umgekippt und man hat mich dann wieder ins Bett gelegt. Ich war froh, dass ich im Krankenhaus war. Und man hat mich angesprochen und ich hatte die Augen zu und ich konnte nur noch so nuscheln. So. Also, und dann hat mich der Arzt gefragt, was denn mit mir los wäre und ich konnte nicht antworten. Und dann ist die Schwester gefragt worden, ob sie mich für die Operation schon sediert hätten. Und ich habe gesagt, nein. Also die haben gesagt, nein, die hat gar nichts bekommen. Und dann ist die Operation abgesagt worden, weil der Arzt direkt gesagt hat, das würde ich nicht überleben. Das ist totale Horrorvorstellung. Man liegt da und kann nicht sich bewegen, kann nicht kommunizieren. Wie hat sich das von innen angefühlt? Ich fand es eigentlich ganz schlimm, nicht mitteilen zu können, was mit mir los war. Und ich habe halt in dem Moment auch mitgekriegt, wie halt die Außenwelt auf mich reagiert hat. Also dieses, jetzt machen Sie doch mal die Augen auf, jetzt drehen Sie sich doch mal, ja, Sie müssen schon mal mitarbeiten. Und ich habe da nur gelegen und habe wirklich, ich sag's jetzt einfach ganz platt gedacht, du Arschloch, ich würde es machen, wenn ich es könnte. Ja, so. Und es war für mich einfach nur dieses, lasst mich jetzt hier liegen und lasst mich in Ruhe. Ich muss jetzt erstmal irgendwie klarkommen. So, ja. Und habe dann in dem Moment auch immer gesagt, so, Herr, was machst du hier gerade mit mir? Was passiert hier gerade? Also es war für mich eine Situation, kann man wirklich sehr schlecht beschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass man da Todesängste aussteht. Die hatte ich tatsächlich nicht. Die hatte ich überhaupt nicht, nein. Das heißt, Angst war überhaupt kein Thema in dem Moment? Also Angst vor dem Tod nicht. Angst, was passiert jetzt hier mit mir und wie geht's weiter? Das ja. Also nicht zu wissen, was kommt jetzt auf mich zu. Und wie ging's dann weiter? Wie lange hat denn dieser Zustand angehalten? Also, dass ich nicht sprechen konnte, das war so ungefähr 2 Tage. Und dann nicht laufen und nicht essen, das hat schon alles insgesamt so 2 Wochen gedauert. Und dann habe ich langsam wieder angefangen, halt eben auch mit dem Rollator zu laufen. Ich weiß noch genau, Bademantel angekriegt und bin dann langsam über den Flur. Ich hatte in der Zeit Besuch von einer ganz, ganz lieben Freundin, die mich aus dem Bett geholt hat, in den Rollstuhl gesetzt hat, nach draußen an die Sonne gefahren hat. Es war Februar, es war richtig, richtig kalt. Ich weiß, dass diese Sonnenstrahlen in meinem Gesicht mir unheimlich gut getan haben, aber ich habe nach 3 Minuten, 4 Minuten zu meiner Freundin gesagt, ich kann nicht mehr, bring mich wieder rein. Und ich musste wieder in mein Bett. Es war richtig ein längerer Zeitraum, fast ein Jahr gedauert.
Was hat dir denn geholfen, dich so wieder zurückzukämpfen ins Leben? Also ich weiß, dass ich in dieser Nacht, wo ich da gelegen habe, dass ich ganz real, das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber ganz real Gottes Stimme gehört habe. Ich weiß nicht mehr, was er zu mir gesagt hat. Ich habe ihn ganz oft danach gefragt, ob er es mir nochmal sagen kann, aber es scheint nicht mehr wichtig zu sein. Ich weiß nur, dass es etwas war, was mir unheimlich viel Mut und Kraft gegeben hat. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt also wir haben 4 Jungs und eine Tochter, und meine Tochter war zu der Zeit im Kindergarten noch. Die Jungs waren alle schon ein bisschen älter. Die Jüngste ist 8 Jahre jünger als unser jüngster Sohn, und sie war halt noch im Kindergarten. Und das war was, wo ich gedacht habe, so, hey, meine Tochter braucht mich noch, ja. Als unser jüngster Sohn 7 Wochen alt war, hatte ich halt einen Traum. Ich war so ein bisschen traurig, keine Tochter haben zu dürfen. Nicht die 4 Jungs zu haben, da bin ich stolze Jungsmama, aber keine Tochter haben zu dürfen. Und da hat Gott zu mir gesagt, du wirst noch ein Kind bekommen. Das wird ein Mädchen sein und du sollst sie Sarai nennen. Und 8 Jahre später kam sie dann. Und dann habe ich so gedacht, Herr, du hast mir ja nicht auch dieses Kind noch geschenkt, um mich jetzt hier wegzunehmen und mich nicht mehr um die Kinder kümmern zu können. Und das hat mir halt eben auch Kraft gegeben. Stimmt das, dass du eine Begegnung mit einer Diakonisse im Krankenhaus hattest, die dir dann noch eine Botschaft in Anführungszeichen von Gott überbracht hat? Finde ich auch. Ja, auch ganz schön irre. Ja, also ich bin halt tatsächlich dann verlegt worden, nochmal in Nähe von Frankfurt in ein anderes Krankenhaus. Und ich bin als Jugendliche im Internat gewesen, was von Diakonissen geleitet wurde. Und da war halt eine Schwester, die leitete den Chor vom Mutterhaus. Und in diesem Krankenhaus, wo ich war, war dann halt diese Diakonisse zu Besuch bei einem anderen Diakonissen. Und ich habe sie gesehen und habe gedacht, ach, ich weiß jetzt, mir fällt gerade der Name nicht ein, habe zu ihr gesagt, ach Schwester, Sie werden mich nicht kennen, aber ich kenne Sie. Sie waren damals da, die Chorleiterin. Dann hat sie gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ganz lustig. Ich habe gerade auf dem Weg runter, habe ich zu Gott gesagt, ich möchte gerne jemanden treffen, mit dem ich über Gott reden kann. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie mich natürlich auch gefragt, warum ich in der Klinik bin, habe ihr das so erklärt und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, Gott hat mir etwas gesagt, was ich Ihnen weitergeben soll. Sie machen das alles hier durch, weil Sie einmal anderen, die in Ihrer Situation sind, helfen sollen. Das ist ja, man könnte jetzt ein bisschen denken, also Entschuldigung, das hat die sich doch gerade ausgedacht, ja, oder? Weil sie nett sein wollte. Das habe ich auch so ein bisschen gedacht, wer weiß, was da auf mich zukommt. Und ich habe dann so gedacht, naja gut, okay, Seelsorge war schon immer so ein bisschen was mich interessiert hat, wo ich vielleicht dann mal hingehen könnte, ne? Und du hast ja vorhin mich vorgestellt, gesagt, ich habe ein Nagelstudio gehabt. Nach ganz diversen anderen Dingen, die ich gemacht habe, habe ich tatsächlich über 20 Jahre Nagelstudio gehabt. Und die Kundinnen, die ich da hatte, ich hatte das Studio bei mir im Haus und hatte wirklich so einen abgeschlossenen, geschützten Raum quasi. Und die haben mir alles erzählt. Also da war von Prostitution bis Mord wirklich alles bei. Ja, und von daher habe ich halt immer so gedacht, so, es soll so in diese Richtung halt gehen. Ja, und habe dann auch diverse Anläufe gestartet, so erstmal so über die Gemeinde, ne? So auch dieses, ja, man kommt irgendwann in ein Alter, wo die Kinder größer werden, man muss sich neu erfinden. Da Kontakte zu knüpfen, zu gucken, wie kann man da vielleicht eine Gruppe eröffnen. Es hat alles nie funktioniert, ja. Ja, und dann kam Corona. Und direkt am Anfang von Corona hatte mein Mann einen sehr, sehr schweren Arbeitsunfall, ist seitdem arbeitsunfähig und zu Hause. Wird leider nicht wirklich anerkannt, so dass also auch die finanzielle Geschichte da sehr, sehr schwierig war. Und ich meine, ich habe einen Sohn, der Rettungshelfer ist, und eine Schwiegertochter, die Rettungssanitäterin ist. Und es wurde zu dem Zeitpunkt fürs Impfzentrum, wurden Hilfen gesucht, die da halt eben mit unterstützen. Und dann hat mein Sohn gesagt, hey, wir suchen da noch dringend Leute, magst du nicht kommen? Und dann habe ich erst überlegt, weil als, ne, Hochrisikopatientin mit meiner Vorgeschichte, und habe dann gesagt, naja gut, okay, aber wenn ich da irgendwie Geld verdienen kann und meine Familie unterstützen kann, das Nagelstudio mussten wir ja schließen zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, dann machen wir das. Ne? Also,
Und ich habe wirklich im Vorfeld auch immer gebetet, Herr, schenk mir den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte mich da wirklich darauf verlassen, dass ich den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt bekomme. Naja, und ich habe dann ehrenamtlich im Impfzentrum angefangen, habe nach 4 Wochen einen Festvertrag bekommen, durfte dann Vollzeit im Impfzentrum arbeiten, bin dann ins Gesundheitsamt versetzt worden. Ich muss dazu sagen, ich habe vor über 30 Jahren eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester mal gemacht, sodass ich halt auch so ein bisschen Vorkenntnisse hatte in der Medizin. Habe dann da Pflegeheime und so weiter betreut. Ja, und das Gesundheitsamt wollte mich gerne behalten. Konnten die mich aber nicht, weil ich nur eine 2-jährige kaufmännische Ausbildung habe und keine 3-jährige. Und dann war natürlich die Frage, was tun? Und auch da wieder, Herr, schenk mir den richtigen Job zum richtigen Zeitpunkt. Also ich habe ganz, ganz viel versucht. Bin dann zum Arbeitsamt gegangen, als die Verträge ausliefen. Und die Dame vom Arbeitsamt hat gesagt, naja, warum machen Sie nicht die Ausbildung zur Notfallsanitäterin? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich bin 52 oder da war ich zu dem Zeitpunkt war ich 51 und ich bin zu alt, um Notfallsanitäterin zu werden. Das ist eine 3-jährige Ausbildung in dem Alter. Ne, ich muss fit sein, mich nimmt keiner. Und wenn ich meine Ausbildung fertig habe, dann gehe ich ja schon in Rente. Also, ne? Und dann habe ich dann aber gesagt, aber wie wäre es denn mit der Rettungssanitäterin? Und dann hat sie gesagt, ja, also das unterstützen wir auch und da kriegen Sie Bildungsgutscheine und ja, und so. Das ist nicht ganz so eine lange Ausbildung. Genau, okay. Genau. Aber was hat denn dein Umfeld gesagt oder diese, das ist ja eine Schule, wo man dann hingeht oder was, wo man das lernt. Was haben die denn gesagt? Also, guten Tag, mein Name ist Monja Schlusshus und ich bin Anfang 50 und würde jetzt gerne hier eine Ausbildung machen. Also mit der Ausbildung, das ist überhaupt gar kein Problem, also ja. Weil die Rettungssanitäter händeringend gesucht okay. werden. Ja, also von daher, das ist überhaupt gar kein Thema. In meinem Umfeld habe ich interessanterweise bis auch von 2 Leuten überhaupt gar keine negativen Reaktionen bekommen, auch nicht aufgrund des Alters, sondern ganz im Gegenteil. Ich wurde immer darauf hingewiesen, dass ich das machen soll, dass das mein Ding wäre und dass ich den Job mit Sicherheit mal gut machen werde. Und mein jüngster Sohn, das fand ich eigentlich noch am besten, der hat tatsächlich zu mir gesagt, Mama, auch in deinem Alter kann man sich noch neu erfinden. Mhm. Ja, und dann hatte ich auch da wieder noch eine Begegnung noch mit Gott, die auch ganz witzig. Und zwar, ich hatte so die Zweifel, schaffe ich das körperlich? Weil, machen wir uns nichts vor, natürlich, ne, es gibt so einen Spruch im Rettungsdienst, je schwerer der Patient, umso höher wohnt er. Ja, und natürlich müssen wir auch Oma Brömmelkamp mit 120 Kilo aus der 3. Etage runtertragen. Ja, und da hatte ich so die Zweifel, schaffe ich das? Und habe dann so gesagt, ja Herr, also wenn ich das wirklich machen soll, wie sieht das aus, körperlich und kräftemäßig, ne, kriege ich das noch hin? Und ja, dann habe ich mir einen Tee aufgegossen und es gibt ja Tees, die so Sprüche haben. Und da stand auf diesem Tee drauf, der Körper schafft mehr, als der Kopf denkt. Und da habe ich gesagt, okay, also Gott geht auch manchmal über Teebeutelweg. Wir kamen ja eben darauf, dass diese Diakonisse dir gesagt hat, es hat alles einen Sinn, was sie gerade durchmachen. Wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückguckst und dass du heute da als Rettungssanitäterin unterwegs bist, arbeitest ja mittlerweile in dem Beruf. Ja. Würdest du sagen, es hatte einen Sinn und wenn ja, welchen? Ja, es hatte einen Sinn, also in meinen Augen auf jeden Fall. Leider ist es tatsächlich so, dass ich im Rettungsdienst ja sehr, sehr viele Einblicke sowohl in Krankenhäuser, Pflegeheime als auch häusliche Situationen habe. Und ich finde, Grundgesetz Paragraph 1, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, und ich sehe leider sehr, sehr viel Würdeloses. Und wenn ich mit Oma Brömmelkamp im Auto sitze und ihr noch mal die Hand halten kann und ihr zuhören kann, ihr vielleicht noch mal über den Kopf streicheln kann, dann denke ich, hat das schon einen Sinn. Und auch da passiert es sehr oft, dass ich halt Geschichten erzählt kriege, dass sich mir Menschen öffnen. Ich habe immer nur einen kurzen Zeitraum, eine kurze Begegnung. Ich habe auch oft abends schon viel vergessen von dem, was tagsüber gewesen ist. Ja. Aber Ich finde es wirklich wichtig, den Menschen eben ihre Würde zu lassen. Und das fehlt mir leider sehr, sehr oft. Es muss alles immer sehr, sehr schnell und hastig gehen und jetzt mach mal. Und, ne, und also was mir ganz eindrücklich so im Kopf geblieben ist, weil ich es ja aus der eigenen Situation kenne. Wir haben eine Patientin zurück ins Krankenhaus gebracht von einem anderen Krankenhaus und die hatte sich unterwegs eingekotet.
musste dann auch im Krankenhaus noch mal auf die Toilette. Es war auch eine ältere Dame. Wir kamen in ein Zimmer, in dem drei Betten waren, also eins da, eins gegenüber. Und die Patientin war bekannt in dem Krankenhaus. Alle drei Betten hatten einen Toilettenstuhl da stehen. Es gab keinen Paravan oder sonst irgendwas zur Abtrennung. Die Patientin wurde ans Fußende vom Bett gestellt. Vor der versammelten Mannschaft wurde ihr die Hose runtergezogen. Wo ich einfach denke, das hat nichts mehr mit Würde zu tun. Und das ist so ein kleiner Versuch. Ja. Ich habe den Eindruck, es gibt vielleicht viele Menschen, wo es in ganz kleinen Situationen wirklich toll ist, dass du dich nochmal neu erfunden hast, um da einen kleinen Unterschied machen zu können. Vielen Dank, dass du heute da warst und deine Geschichte auch erzählt hast. Ja.